Wo sind die am obersten Seil? Das kennt man. Oh, Cem Katlan schubst hier den Ringrichter in die Seile. Dadurch verliert Dennis Brosinski das Gleichgewicht und fällt in den Ring. Ah, jetzt gibt es die Kicks am Boden. Ja, natürlich wieder typischer Kampfstil hier von Rain. Dennis Brosinski kommt wieder auf die Beine. Shoulder Tackle von Cem Katlan. Und noch einer. Oh, das ist das, was ich meine. Das ist die Kraft. Oh, sehr schön. Ja, drei aufeinander und gleich das Cover hinterher. Eins, zwei. Ah, nur bis zwei. Katlan schlägt sich meiner Ansicht nach sehr beeindruckend in seinem ersten Einzelkampf, wo er immer im Team. Oh, Brosinski rollt ihn ein. Eins, zwei. Oh. Aber er kommt raus. Oh, ja. Schöner Uppercut. Ja. Genau so sieht's aus, da sagt er schon. Wie ich gerade gesagt habe, Katlan schlägt sich beeindruckend in seinem ersten Einzelkampf. Ja, Dennis Brosinski überraschend gut im Griff hier. Oh, Snap Suplex. Und das Cover hinterher, 1, 2, ja, das ist auch ein bisschen zu locker angesetzt hier, das Cover. Das muss vernünftiger gemacht werden, wenn man wirklich damit den Kampf beenden will. Ja, er nimmt ihn wieder hoch. Ja, schöner Body Slam von Cem Katlan. Aber Brosinski ist natürlich auch kein Leichtgewicht. Das Cover, ja, das ist natürlich... Das war nun alles andere als ein vernünftiges Cover. Also das ist ein bisschen zulässig. Das würde ich eher wieder so ein bisschen in die Rubrik Psycho-Spielchen packen. Das waren keine ernst gemeinten Covers hier. Oh, Brosinski. Jetzt kommt Brosinski. Der spürt natürlich, dass das Publikum ihn anfeuert. Und nimmt die Schläge jetzt einfach so hin. Und er kommt jetzt selber mit krachenden Elbows. Nimmt Anlauf. Oh. Side Backbreaker von Cem Katlan. Sehr gut gekontert hier. Dennis Brosinski war sehr stark aufgeputscht. Aber war wohl mit dem Kopf nicht so hundertprozentig bei der Sache. Jedenfalls sehr guter Konter hier von Cem Katlan. Und jetzt der Chinlock gegen Dennis Brosinski. Bei dem sich, wenn ich das richtig sehe, auch an der Nase eine kleine Verletzung aufgetan hat. Aber die sollte ihn nicht davon abhalten, diesen Kampf zu führen. Und jetzt sagt er auch, ich gebe nicht auf. Ja, starke Aktion hier an den Rücken von Dennis Brosinski. Wie du schon mehrfach angesprochen hast, offensichtlich ist das Ziel von Rain, das vereinbarte heute, jeweils der Rücken des Gegners. Oh, Brosinski kontert die Clothesline. Oh, schöne Aktion, ihr nehmt ihn hoch auf die Schultern. Schöner Samoan Drop. Ja, da kann Cem Katlan dann auch mal spüren, wie das ist, wenn der Rücken bearbeitet wird. Beide liegen am Boden. Dennis Brosinski offensichtlich geschwächt, offensichtlich schon stark gezeichnet. Cem Katlan hat diese Aktion auch sehr wehgetan, hat ihm auch die Luft geraubt. Beide kommen langsam wieder auf die Beine. Jetzt. Dennis Brosinski im Vorteil. Von Brosinski. Rammt ihm das Knie ins Gesicht. Big Boot. Und jetzt T-Bone Suplex. Oh, sehr schön ausgeführt hier. Und das Cover. Eins, zwei. Nur bis zwei. Ja, beide Kontrahenten sichtlich gezeichnet hier im Ring. Dennis Brosinski überraschend gut. Und Cem Katlan in überraschend schlechter Verfassung, wie das bisher aussieht. Aber kann natürlich auch sein, dass Cem Katlan hier nur so ein bisschen erschöpft tut, um halt mit den Psychospielchen hier Dennis wieder so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Ansatz zum Piledriver von Dennis Brosinski, aber Katlan kontert mit dem Backbody-Drop. Brosinski landet auf seinem verlängerten Rücken. Katlan, der ist jetzt wütend. Der will natürlich nicht die Niederlage hier einstecken müssen. Ja, das wäre auch für Rain nicht gut, wenn Cem Katlan hier jetzt auch noch verlieren würde. Ah, schöner Urinage Spinebuster von Katlan, aber du bist zwei.
Auch Ivan Kiev sagt es, meine Güte, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hat er sich komplett auf den Kampf konzentriert. Ja, und Ivan Kiev wird ja auch langsam ungeduldig, so wie das aussieht. Der wird wohl auch langsam merken, dass der Sieg von Cem Kaplan nun nicht wirklich in greifbarer Nähe ist. Oh, Brosinski kontert da den Suplex-Versuch raus. Kick in den Magen, wieder der Ansatz zum Piledriver. Doch nicht, die Powerbomb. Oh, und das Cover. 1, 2. Ah, nur bis 2. Also das sind so die Aktionen, wo Ivan Kiev sicherlich auch langsam nervös wird. Dennis Brosinski kommt mit 1, 2 Aktionen immer wieder in den Kampf zurück, die dann aber auch wirklich so hart durchgezogen sind. Oh, Dennis Brosinski Ansatz hier zum Sharpshooter, aber Ivan Kiev lenkt ihn ab. Dennis Brosinski lässt sich ablenken. Läuft jetzt hinter Ivan Kiev hinterher. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so clever ist. Oh, und hier die Clothesline von Cem Kaplan. Das sind die Psychospielchen von Rain. Ja, und Ivan Kiev sagt auch, was kann ich denn dafür? Er ist ja hinter mir hergelaufen. Nun wird der Ringrichter wieder abgelenkt hier und Eingriffe von Ivan Kiev gegen Dennis Brosinski. Ich frage mich aber sofort auf den Stuhl. Der geht richtig auf ihn los. Tja, das sind Aktionen, die wollen wir hier nun nicht wirklich sehen hier. Das verstehe ich auch nicht, dass, wie gesagt, von den MWA-Offiziellen das immer wieder geduldet wird. Und jetzt hier Elbow Drop von Ivan Kiev. Das muss der Ringrichter doch mitkriegen. Der lässt sich jetzt, jetzt muss doch Cem Kaplan sofort covern. Da muss man doch mal ehrlich sein. Da muss das Cover doch folgen. Stattdessen holt er ihn nach oben. Nicht nur, dass der Ringrichter nicht aufpasst. Jetzt nutzt Cem Kaplan seine Chance sich zum Sieg. Oh. Der Fitness-Cutter. Und das Eins, Cover. 1, 2, 3. Der Sieg. Ja, das ist der Sieg für Cem Kaplan. Ich muss ganz ehrlich sagen, nicht verdient und muss auch nicht wirklich auf diese Seite, auf diese Weise geschehen. Ivan Kiev hat hier wirklich zugunsten für Cem Kaplan eingegriffen und das nicht nur in kleiner Weise, sondern in großer Weise. Da hast du sicherlich absolut recht, aber der Ringrichter hat es nicht gesehen. Und das Regelwerk besagt, im Ring hat der Ringrichter das Sagen. Ja, Tatsachenentscheidung des Ringrichters, so ist es. Aber der Ringrichter hat sich hier ablenken lassen, muss ich schon fast sagen, von Cem Kaplan. Aber nichtsdestotrotz, Cem Kaplan geht hier als Sieger heraus. In der Statistik wird es in ein paar Jahren keinen mehr interessieren, wie der Sieg zustande gekommen ist. Sieg ist Sieg. Er hat das Match gewonnen. Schade für Dennis Brosinski, darf man wohl sagen. Seinen ersten Kampf hier nach der Verletzung verlässt er leider als Verlierer den Ring. Ja, aber die Zuschauer, die bejubeln ihn, die beklatschen ihn. Ach, und er ist sehr sauer, wie man sieht. Verständlich, verständlich. Man darf sich aufregen nach einer Niederlage, da muss man ehrlich sein. Das ist ja nur menschlich. Ja, vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, die eine Sache ist, er hat verloren, die andere Sache ist aber, wie hat er verloren? Ah, der ist wirklich wütend. Und jetzt wird es Zeit. Ein Riesenapplaus für die Wrestler. Jetzt wird es Zeit für den Main Event, für den Titelkampf. Das Match, auf den wir den ganzen Abend gewartet haben. Kommen wir nun zum letzten Match. Und ich frage euch, seid ihr bereit? Ja! War noch nicht schon alles. Ich habe euch gefragt, seid ihr bereit? Ja! Dann kommt hier das Titelmatch des Abends um den NBA International Champion Titel. Als erstes auf den Weg zu bringen, der amtierende NBA International Champion aus den Niederlanden, Benno. Bei einer Körpergröße von 1,78 Meter und einem Kampfgewicht von 96 Kilogramm, Leon van Gastel!
Ja, das ist auch mal schön, einfach mal den Einzug der Gladiatoren zu genießen hier. Der Herausforderer aus Norderstedt mit einem Kampfgewicht von 87 Kilogramm und einer Körpergröße von 1,78 Meter. Hier ist Michael Knight. Da zeigt das an, es ist Zeit, sich den Titel zurückzuholen. Ja, Michael Knight hat oft und lange das MWA-Gold in Händen gehalten und sich um die Hüften geschnallt. Absoluter Publikumsliebling, auch hier in Eutin, nicht nur in Lübeck. Seit langen, langen Jahren hat er wahre, treue Fans, die ihn lautstark unterstützen, wie man hier hört. Er hat schon vieles getan in der MWA. Er hat Steve Douglas verbannt. Er hat großartige Schlachten geschlagen. Und wenn wir das hier hören, hören wir ganz deutlich, dass Leon von Gasserin und Michael Knight das Publikum 50-50 teilen. Und das ist das Beeindruckende daran. Wir sehen jetzt den Main Event. 19. November 2011. Schlossterrassen, Eutin, MWA, International Title Match. Der amtierende Champion Leon von Gasterin gegen den Herausforderer Michael Knight. Und der Kampf beginnt. Ah, hier Handshake von Michael Knight und Leon von Gasterin. Beide faire Sportsmänner. Beide faire Sportsmänner. Genau deswegen ist das Publikum ja auch hinter ihnen. Und deswegen dürfen wir auch wirklich einen herausragenden Kampf erwarten. Technisch ausgereift, prophezei ich jetzt einfach mal. Und beide gehen jetzt in den Lock-up. Ah, leichte Vorteile hier bei Leon von Gasterin. Wird aber fair gelöst. Und erneut den Lock-up. Ich hätte jetzt beinahe gedacht, leichte Vorteile bei Michael, aber dennoch Vorteile bei Leon und wieder fair gelöst. Ja, beäugen sich beide hier, die wissen ganz genau, man darf den Gegner nicht unterschätzen. Wieder in den Lock-up. Ah, jetzt Leon mit der Oberhand. Oh. Schmerzen hier bei Michael Knight. Der geht zu Boden. Ja, gibt natürlich nicht auf. Auch nicht zu erwarten. Keine Aufgabe hier von Michael Knight. Oh, schöner Konter hier von Michael Knight. Oh, Leon lässt aber nicht los. Er will ja seinen Titel verteidigen. Er will ihn ja nicht verlieren. Na, das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist immer noch ein Titelkampf hier. Ja, wie du schon sagst, hier wirklich. Oh, Leon lässt immer noch nicht los. Aber wirklich hier das Publikum 50-50 geteilt. Hälfte feuert hier Leon an, die andere Hälfte feuert hier Michael Knight an. Oh, Michael Knight versucht sich hier ins Seil zu retten. Oh, schmerzhafte Aktion hier von Leon von Gasterin. Michael Knight ist im Seil und Leon löst. Leon löst fair, wie er ist. Man muss ja ehrlich sein, wir sehen hier den Rekord. Internationalen Champion, der MWA, der Mann mit der längsten Titelregentschaft